Leute, ich bin's wieder und ich habe heute Dream Dancer, mein Welchpony, gesattelt. Und wir sind hier gerade in Silverglade, wieder beim Ratsmann, und machen die Weihnachtsquest weiter. Wir brauchen Eimer, in die wir die Weihnachtsäpfel legen können. Diese Leckereien sollen dann später im Stall stehen, sodass die Pferde ihre Weihnachtsäpfel essen können. Reite hoch zu Will bei der Mühle, um ein paar leere Eimer zu holen. Ja, das kriegen wir eben schnell hin. Dann holen wir mal eben schnell die Eimerchen, damit die Pferdis dann auch zu Weihnachten auch ein bisschen was futtern können. Wie unser kleines Pony hier halt durch die Gegend wippt. So, hier sind wir auch schon bei Will. Ja, die Eimer sind leer, gewaschen und fertig, um abgeholt zu werden. Bring diese prima Eimer zum Ratsmann. Ja, das kriegen wir doch super schnell hin. So, jupdiwupp, alles eingepackt und dann geht's wieder ab nach Silverglade. Unser Ponychen beißt immer ein bisschen in die Luft, so macht Mampf, 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 wenn man mal guckt so. Schnapp, schnapp, schnapp. So. Und dann sind wir hier wieder. So. Na, sieh mal, die Eimer sind aber sehr schön. Bevor wir die Eimer zu den anderen Ställen schicken, müssen wir sie testen. Nimm einen Eimer und stell ihn in den Stall bei Steves Farm. Sprich dann mit Steve und frag ihn, was er davon hält. Und ob er weiß, wo wir Äpfel herbekommen. So, das ist dann jetzt halt der Eimertest. So, da sieht man, hier soll der Eimer hin. Ja, Sabrina, der Eimer sieht gut aus. Der Ratsmann gibt sich dieses Jahr wirklich Mühe. Und jetzt sollen wir die Eimer mit Äpfel füllen? Mhm. Ja, da sollen Äpfel rein. So, die besten Äpfel wachsen am Strand bei den Dornfelsen. Du weißt schon, das Gebiet östlich von Doylskirche, wo man vorbeireitet, wenn man nach Fort Pinter will. Es gibt diese Brücke, die dich übers Wasser bringt, wenn du in Richtung Osten reitest, am Barney Silo vorbei. Du wirst die Apfelbäume beim Strand sehen und die Dornfelsen werden dann auf der anderen Seite des Strandes sein. Pflücke ca. 30 Äpfel und komm dann zu mir. Okay, dafür gibt es dann einen Weihnachtswunsch. Äpfelpflücker, ja, das machen wir mal eben schnell. So, dann galoppieren wir mal darüber. Also wir wollen ja hier dahin, wo die Bäume sind. Also heute habe ich irgendwie hier so einen Bug auf der Karte. Keine Ahnung. Also ich bin vorhin schon mal hingeritten und habe mir das angeguckt, aber da ist wirklich gar nichts auf der Map. Ne? Also normal werden ja immer solche Flecken angezeigt, wenn da irgendwas von der Quest ist. Aber wie gesagt, ich nehme euch jetzt hier eben nochmal schnell mit. Und ihr seht halt, hier ist wirklich gar nichts. Wir sind direkt drauf und es ist nichts. Keine Ahnung, was da mal wieder durcheinander gegangen ist. Auf jeden Fall, wir pflücken jetzt eben mal schnell 30 Äpfel.
So, da sind ja dann da hinten die Klippen. Da hinten die. Und da hinten sind wieder unsere Apfelbäume. So. Und hier liegen dann ja auch schon die ersten Äpfel. Ups, da war der Baum im Weg. So, wir haben alle Äpfel und dann geht's jetzt wieder zurück zu Steve. Noch mehr Bäume. Alles im Weg hier. Also, das Pony ist halt nicht so schnell wie unser Ghosty. Es ist halt ja ein Welschpony und kein Vollblut. Kürzen wir hier wieder über die Felder ab. Da sind wir wieder bei Steve. Schöne Äpfel. War es nicht schwer, sie zu finden? Manche nennen das Gebiet den Apfelhain. Niemand weiß allerdings, wer die Bäume dort gepflanzt hat. Man erzählt sich, dass dort einst ein Fruchtlader gesunken ist und die Apfelbäume so entstanden sind. So, wir haben jetzt erstmal schon wieder einen Weihnachtswunsch erhalten. Lege nun ein paar Äpfel in den Eimer im Stall. Okay, wir sollen 6 Äpfel da reinstellen, legen. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, alle drin. So, danke für die Hilfe. Ist doch immer gut. Jetzt müssen wir nur noch schauen, ob unser Hauptdarsteller auch also unsere Hauptdarsteller auch zufrieden sind. Fütter die Pferde im Stall mit den Äpfeln aus dem Eimer und erzähl mir, ob sie sich gefreut haben. So, wir haben 3 Pferde, 3 Äpfel. Der hat das recht ganz schön verschlungen. Der auch. Mann, die muss ich ja aufpassen, dass sie mir die Finger nicht hier abzwicken. Sie fanden es sehr lecker. Das habe ich mir schon gedacht. Sie sind verrückt nach Äpfeln. So, das kommt damit drauf.
Nimm nun die anderen Äpfel, die du gepflückt hast, und bring sie dem Ratsmann. Gut, das machen wir dann. Danke, danke. Dann haben wir jetzt die Eimer und die Äpfel für unsere vierbeinigen Freunde. Sind ja recht viele Äpfel. Hier hast du ein paar. Sie werden deinem Pferd schmecken. So, wir haben jetzt hier selber ein paar Äpfel bekommen, falls unser Pferd dann mal Hunger hat. Und wie ihr seht, ist hier wieder die Uhr. Das heißt, es geht morgen weiter. Also, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann morgen wieder beim nächsten Teil der Weihnachtsquest. Tschüss!